Hallo, hallöchen, ihr süßen Knuddel-Yoshis und willkommen zurück zu Yoshi's Island DS. Ja, ihr Lieben, die erste Burg liegt hinter uns. Die Gebrüder Xillibo haben auf die Schnauze bekommen und nun geht unsere Reise weiter. Was uns wohl jetzt erwarten wird, seid gespannt. Rückenwind, yay! Das klingt doch schon mal vielversprechend. Oh, Moment, da kommt ein Scheiger raus. Komm her. Apfelgeschmack. Lecker, lecker, lecker. Und jetzt mit Weintraube. Melonengeschmack. Oh, so köstliche Scheigeis. Weintraube. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier unten was entdecken können. Zum Beispiel ein Blümchen. Ja, auch die Gegner-Spawnröhren solltet ihr vielleicht mal bei Gelegenheit. Ja, ein wenig näher untersuchen. Wer weiß, was man dort findet. Nanu, was war das denn gerade für ein komisches Teil? Das gucken wir uns doch gleich mal näher an. Aber erstmal, genau, untersuchen wir die Wände. Ihr wisst ja, hier kann jederzeit irgendwas auftauchen. Aber was ist das? Storchhaltestelle. Dies ist eine Storchhaltestelle. Berühre sie, um den Storch zu rufen. Okay. Babytausch. Was? Babytausch? Immer, wenn du den Storchenbeutel berührst, kannst du die Babys tauschen. Jedes hat seine eigene Fähigkeit. Lern sie alle kennen. So, und nun haben wir die Princess. Nicht du, die Baby-Princess. Okay, Spaß beiseite. So, versuche den Flatterflug mit Baby Peach inmitten einer Windböe und hui, als würdest du fliegen. Juhu. Aha. Hui, okay, das geht wirklich hoch hinaus. Ja, ihr Lieben, Peachs besondere Fähigkeit ist nämlich ihr wunderschönes Schirmchen. Und mit denen, hui, könnt ihr auf Windböen reiten. Cool, oder? Und damit könnt ihr auch sehr hohe Orte erreichen. Tja, genial, oder? So, dann wollen wir mal gucken. Erstmal kommst du her. Du hältst die Schnauze und dann lassen wir uns einmal vom Wind tragen. Hui! Und einmal hoch hinaus. Ja, so hoch kam ein Yoshi noch nie. Einziger Nachteil ist natürlich, wir können jetzt natürlich nicht mehr rennen. Ja, oh mein Gott, Captain Renntaste verzichtet auf die Renntaste. Nur zwangsweise. Nur zwangsweise, ihr Lieben. Wenn du die Windböe siehst, lass die Prinzessin aufsitzen. Baby Peach und ihr Sonnenschirm tragen dich in ungeahnte Höhen. Ja, gut, dass wir das jetzt auch wissen. Wollen wir mal erkunden, was da oben ist? Schauen wir mal. Hui! Hui, wie geht's mal? Ach, guck mal, da ist eine Peach-Münze. Ja, denn diese Münzen, wie gesagt, könnt ihr nur sammeln, wenn ihr das jeweilige Baby dabei habt. Also, immer die Augen auf, welches Baby gerade gebraucht wird. So, jetzt muss ich natürlich hier noch ein Stück höher kommen. Was ja zum Glück ohne Umschweife funktioniert. Problem ist es jetzt natürlich, wie komme ich da hoch? Eine sehr gute Frage, ihr Lieben. Vielleicht gibt es ja einen Weg, den wir noch nicht bestritten haben. Und du hältst erstmal den Sabbel. So. Okay, in der Röhre scheint nichts drin zu sein. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden, wie mir scheint. Wie kommen wir da hoch? Da müssen wir uns wohl was Besseres einfallen lassen. Mal schauen. Okay, höher geht's hier nicht. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie einen Weg... Toll, da ist ja nun Leben drin. Okay, machen wir erstmal Folgendes. Wir flattern einfach mal hier rüber. Wozu gibt es einen guten alten Flatterflug, wenn man ihn nicht gebrauchen kann? Scheiße. Okay, hat nicht so funktioniert, wie ich gehofft habe. Da haben wir nochmal Sternpunkte. Und guck mal, Shy Guys mit Schirmchen. Ach, wie süß. Die wollen wohl einen auf Peach machen. Da haben sie wohl Baby Peach sich zum Vorbild genommen. Ah ja, okay, ich hab den Trick raus. Also, man springe in die Windböe.
lässt sich ordentlich nach oben wirbeln und mit Hilfe des Flatterfluges, wenn man es richtig hinkriegt, könnt ihr dann hier oben landen. Oh mein Gott. Da gibt es nochmal Sternpunkte, das ist schön. Und da haben wir nicht nur die Red Coin, sondern auch die Münze. Sehr schön. So, erstmal hier alles untersuchen. Nicht, dass es hier noch irgendwo was gibt, was man übersehen könnte. Ihr wisst ja, das geht schnell. Wer Yoshi's Island gespielt hat, der kennt das Problem. Ich sag nur Shy Guys, die Münzen einfach mitnehmen. Und die gibt's hier übrigens auch. Also, mega arschig. So, euch nehmen wir auch noch mit. Okay, da müssen wir von der anderen Seite ran. So. Eben gucken, gibt's hier unten noch was? Nö, scheint mir nicht so. Auf und davon! Obwohl, warte mal, was ist da? Oh, Moment, da oben war noch was. Und da oben sehe ich schon mal ein Blümchen. Das heißt, da müssen wir auch noch irgendwie hoch. Okay, da brauchen wir eine etwas stärkere Böe. Bitte weiter nach oben. Danke. So, alle Blümchen haben wir damit schon mal. Was man daran nämlich erkennt, dass man ein One-Up bekommen hat. Für diejenigen, die das nicht wussten. Oder das nicht bemerkt haben. So, was haben wir denn hier? Sehen wir doch mal nach. Hässliches Blümchen. Ich sagte hässliches Blümchen. Dich mag keiner. So, alle Red Coins haben wir auch. Fehlt ja eigentlich nur noch... Oh ne, haben wir alles? Wir haben alles. Sehr schön. Dann hier hochgehopst. Wir haben die Münzen, wir haben alle Sachen und das Level ist vorbei. Sehr schön. Das war doch schon mal ein schönes Abenteuer mit der Prinzessin. Und wie gesagt, die wundervolle Münze kriegen wir auch. Und wir kriegen sogar 5 One-Ups dafür. Alter. Nice. Also an Leben wird es uns, glaube ich, am Ende nicht mangeln. Zumindest habe ich die Hoffnung. So, und jetzt dürfen wir natürlich wieder nochmal Slot Machine spielen. Wie gesagt, ihr Lieben, im realen Leben, lasst die Finger davon. Hier in solchen Spielen ist das okay, da kann man das mal machen. So. Ach, schade. Leider verkackt. Schade. Na gut. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, schnappen wir uns das nächste Level. Los geht's! Schirmgeist im Wind. Tja, und ihr könnt es schon erahnen, dieses Level richtet sich speziell an die Prinzessin. So, erstmal gucken wir uns hier unten mal um. Und kreischen kann sie genauso wie Mario. Danke, dass du mir aufhilfst. Das finde ich sehr freundlich von dir. Und dann kommen Sternpunkte. Yay, Sternis. Gib mir meine Sternis. So. Da oben könnten wir jetzt natürlich uns auch Mario wiederholen. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal bei der Beach. Und schauen uns jetzt hier erstmal um. Denn hier gibt es offenbar viel zu entdecken. So, alle. Hopp. Oder werden wir doch Marios Hilfe brauchen? Auf jeden Fall sehe ich schon mal, Mario hat hier eine Münze. Und da ist er auch schon. Und die wollen wir uns jetzt natürlich holen. Wie wir das wohl anstellen? Zum Beispiel mit einem Blümchen. Aber ihr habt ja gesehen, wenn Peach da ist, ist die Münze auch nicht da. Sondern nur dann, wenn Mario da ist. Meins. So, du kommst mal her. Na, Blümchen, alles frisch? Weg mit dir. Was gibt's denn hier? Okay, hier brauchen wir definitiv Peach. So, das wäre die erste. Okay, warte mal, du scheinst eine normale zu haben, aber ich gehe auf Nummer sicher. Ah, okay, hab doch getroffen. Sehr schön.
Blöderweise haben wir jetzt natürlich ein Problem. Wir brauchen Peach. Also würde ich sagen... Ach, scheiße. Von da kommen wir nicht ran. Mist. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Im Übrigen erwartet nicht, dass ich jedes Mal 2 Level schaffe. Die ersten Level sind natürlich, ja, relativ einfach. Dementsprechend ist es das kleinste Übel. Aber ich darf euch versprechen, ihr Lieben, die Level werden noch böse. Wie gesagt, wartet mal ab, wenn die bösen Shy Guys wiederkommen, die, ja, eine rote Münze mit sich schleifen. Denn dann sind wir nämlich richtig am Arsch. Also ich jedenfalls. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Wie komme ich an die Babyhaltestelle ran? Wie komme ich denn jetzt an die Babyhaltestelle ran? Gibt es hier vielleicht noch eine zweite? Okay, das war jetzt knapp. Ja, hier haben wir noch eine. Sehr schön. So, da wir jetzt wieder die Prinzessin haben, können wir jetzt nochmal in diesen wundervollen Bonusraum nochmal zurückgehen. Nicht, dass da hinterher rote Münzen versteckt sind. Nee, von da aus komme ich nicht ran. Ich muss zur anderen Seite hin. Blümchen, verzieh dich. So. Nur, dass wir uns richtig verstehen. So, und wir heben ab. Nichts zählt uns am Boden. Oder scheinen wohl nur alles normale Münzen zu sein. Okay. Naja, aber ein One-Up ist ein One-Up. Huch, wo kommst du denn her? Jetzt habe ich wegen dir mein Baby... Sag mal, wie aufdringlich. Ich glaube, du spinnst wohl. So. Zur Strafe werdet ihr jetzt beide gefressen. Los, komm her. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Dum, 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 dum. So, hier gibt's nochmal Muni, das ist gut. Hui! Und da geht's wieder hoch hin. Oh, was haben wir denn da? Sternis! Oh, die kommen mir gerade recht. Die kommen mir gerade recht. Wie gesagt, ihr Lieben, dadurch, dass ich ja hier keine Item-Hilfskarten habe, so wie früher, muss ich jetzt hier natürlich noch viel mehr aufpassen als vorher. So, kommt man da... Ah, okay, doch, da kommt man hoch. Alles klar. Ich wollte nämlich gerade schon fragen, wie ich da hochkommen soll. Keiner weiß, wann der Wind dreht. Darum ist es schwer, den richtigen Moment abzupassen. Gibst du dein Bestes, erwarten dich ungeahnte Höhen. Und recht hat sie. So, okay, wir haben offenbar alle Punkte wieder voll. Da haben wir ein Blümchen. Eine Blümele. Sehr schön. Gut, da haben wir wieder Munition. Immer her mit der Muni. Dankeschön. So. Wow, wow, wer schießt hier nach mir? Ach so, meine kleinen Freunde. Wir kennen die ja schon aus Yoshi's Island für Super Nintendo. Ich habe nur leider vergessen, wie die scheiß Biester heißen. Ey, was soll das denn hier? Ich glaube, du spinnst wohl. Na warte, dir werde ich helfen. Dir werde ich helfen. So. Ich mochte euch schon im SNES-Teil nicht. Weg mit euch. So. Also wenn das so weitergeht, versaue ich mir die 100% nur durch die Sternpunkte. So. Schluss mit lustig. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Muni. Ein bisschen Muni muss sein. So. Sternis, ihr wartet bitte auf mich. Danke. Gut, dass es hier noch so viele in Hülle und Fülle gibt. Aber ein Checkpoint wäre mir jetzt tatsächlich mittlerweile echt lieber. So, das gefällt mir nicht. Ich habe viel zu wenig rote Münzen. Aua! Nanu, da ist ja eine Ranke. Was diese Ranke wohl kann? Hm. Also Peach kann sich da nicht dran festhalten.
Mario auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Offenbar müssen wir wohl später nochmal wiederkommen. Ich meine, ihr könnt natürlich auf dem Layout schon sehen, wer hier gefragt ist. Wen wir hier noch nicht haben. Hui! Hoffentlich sind da keine Red Coins drin. Das wäre nämlich sonst nicht so geil. Na, was haben wir denn da? Berühre die Zauberblase und du verwandelst dich in einen Heli-Yoshi. Die Pfeile und Münzen weisen dir den Weg zum Yoshi-Block. Bis du dort angekommen bist, wird dein Baby zum Yoshi-Block folgen. Du brauchst also keinen Babysitter. Oh, endlich eine Pause. Allerdings habt ihr es ja schon richtig gemerkt. Hier gibt's Red Coins, ihr Lieben. Das heißt, wir werden hier wohl noch ein paar Mal rumfliegen müssen. Weil ich werde hier wirklich auf Nummer sicher gehen, dass ich hier ja nichts vergesse. Weil gerade in solchen Abschnitten, ihr Lieben, könnt ihr das schneller vergessen, als ihr gucken könnt. Da war zum Beispiel die erste Red Coin. Und zum Glück kann man das ja hier immer wieder machen. Dementsprechend nehme ich mir jetzt Zeit und gucke mich jetzt erstmal hier unten um. Solange ich den Yoshi-Block nicht berühre, ist ja alles in Ordnung. Nee, den Block will ich noch nicht. So, und die nächste Runde. So, flattern wir mal alles auf dem Gebiet ab. Zum Glück habe ich ja den 3DS ja hier in Anschlag. Was für mich ein Vorteil ist, ich kann das hier tatsächlich gut mit dem Analogstick machen. Weil mit dem Steuerkreuz, muss ich sagen, habe ich in diesem Part wirklich doch ein wenig Probleme. Ich will diese Münze. Ja, ist natürlich langwierig, aber das muss sein, ihr Lieben. Das muss sein. Es könnte überall eine Red Coin hinterstecken. Und wie gesagt, wir brauchen ja die Red Coins. So. Hier unten ist auf jeden Fall noch einer. Okay, das obere Gebiet muss ich auch noch abflattern. Boah, hätte ich fast den Block berührt. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. So, und jetzt gucken wir uns nochmal ganz oben um. Über den Wolken. So. Hier haben wir nichts. Aber hier haben wir noch was. Da haben wir noch zwei. Immerhin fällt man diesmal nicht so tief runter wie in dem SNES-Teil. Ich komme hier nicht wirklich vorwärts, ne? Das hat mich jetzt gerade zu sehr gebremst. Aber jetzt kommt ja das extra königliche Baby und dann geht das auch. So, dich haben wir. So, hier haben wir noch ein paar Coins. Halt zurück! Okay, ich werde noch zweimal wohl fliegen müssen. Ihr seht schon, also bei Yoshi's Island muss man wirklich genau hinschauen. Und gerade in diesem Teil muss man es noch viel mehr, weil man ja auf zwei Bildschirme achten muss. Halt, Moment, da oben habe ich gerade ein Blümchen gesehen, das nehmen wir mit. Dankeschön. So, oberhalb des Yoshi-Blocks. Es erinnert mich so ein bisschen an das zweite Level von Yoshi's Island für Super Nintendo. Da hatten wir ja so einen ähnlichen Abschnitt. Beziehungsweise, ja, was heißt ähnlich? Es war die gleiche Mechanik, da musste man auch gut suchen. Und wenn man nicht aufpasst, dann konnte man dann ganz schnell mal was übersehen, ne? Das ist natürlich nicht so toll. Du bist doch... Na, sammel die ein. So, und hier oben... Halt! Nicht so schnell! Oh Gott, ich will diese eine scheiß Münze haben. So schwer war das doch jetzt nicht. Hatte wohl ein bisschen zu viel Speed beim Fliegen. Sie fliegen. So, da komme ich nicht lang. Okay, dann eben hier. Da, 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 da. Ba, 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 ba.
So, jetzt sollte ich hoffentlich alles haben. Kannst du nach unten? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich alles gefunden habe. Sonst habe ich gleich ein Problem. Weg mit dir. Was haben wir denn da? Triff den Antrieb der Plattform mit einem Ei. Wenn sich der Motor dreht, kommst du voran. So. Und wir drehen uns. Und wir drehen uns. Als ob ich jetzt darauf warte. So, da oben ist deine Goopa. Dich wollte ich haben. So, da oben sind auch noch Münzen. Die will ich auch haben. Bäh, schmeckst nicht. Aber du schmeckst. Hui! Ja, auch hier heißt es wieder Augen auf. So, okay. Wir haben 30 Punkte, das ist schon mal gut. Drei rote Münzen fehlen uns also noch. Ich glaube auch zu wissen, wo die stecken. Das heißt es natürlich, perfektes Fliegen. Okay, da war die erste. Okay, das ist jetzt hier ein bisschen kniffliger. Hier heißt es nämlich, nutzt den Wind und lasst euch von der Brise tragen. Gut, dass ich hier nochmal zurückgegangen bin. Nur für alle Fälle. Da, 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 da. So, und ich heb ab. So. Was haben wir denn hier unten? Ist hier vielleicht unser letztes Blümchen? Obwohl. Ach so, oh, wir haben schon die 100%. Echt jetzt? War das echt 100% schon? Tatsache. Okay, in dem Fall würde ich sagen, riskieren wir gar nicht mehr unseren Hintern. Schon gar nicht unseren kleinen süßen Yoshi-Hintern. Sondern wir flattern wunderschön ins Ziel und wir haben es geschafft. Das hat jetzt natürlich ein kleines bisschen länger gedauert. Soviel zum Thema 15 bis 20 Minuten Parts. Aber gut, noch ist es möglich, euch zwei Level zu zeigen. Je nachdem, wie weit wir, wie gesagt, sind, werde ich dann die Parts dann später etwas kürzer halten. So, Roulette, One-Ups zu gewinnen. Wähle mit dem Steuerkreuz aus, wie viele Versuche du einsetzen möchtest. Drücke den A-Knopf, um das Spiel zu starten. Drücke dann den A-Knopf erneut, um das Spiel wieder zu stoppen. Die Kombination aus beiden Fenstern zusammen mit den eingesetzten Zahl der Versuche ergibt die Zahl der Versuche, die du gewinnst. Hast du nur noch einen Versuch, kannst du an dem Spiel nicht teilnehmen. Tja, das kennen wir ja schon aus Yoshi's Island. Da würde ich sagen, ja, machen wir das mal so. Setzen wir mal 5 Leben und schauen mal, wie viel Glück ich habe. Im Moment mache ich schon mal Plus. Naja, eigentlich nicht. Für diejenigen, die sich auf Twitch noch erinnern können, ich habe es sogar mal geschafft, 99 Leben zu verdoppeln und verdreifachen. Das war cool. Ob mir das je nochmal gelingen wird? Gute Frage. Aber ihr Lieben, das ist eine Frage fürs nächste Mal. Denn der Part ist schon vorbei. So sieht's aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Däumchen hoch da. Abonniert mich auch sehr gerne. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Part. Euer Drake. Raschel!